Ja, ich bin zum zweiten Mal mit dabei und ich freue mich, einige wiederzusehen. Und ich spreche als freie Journalistin, die sich seit 1998 mit den weiblichen Genitalverstümmelungen, mit Zwangsheirat und mit Ehrverbrechen befasst, also mit dem Thema der sexuellen Selbstbestimmung. Ich habe Dokumentarfilme und Filmvorträge und halte Vorträge zu diesem Thema. Und außerdem spreche ich zu Ihnen in meiner Funktion als Mitglied von Pro Familia Nordrhein-Westfalen. Ich war 3 Jahre im Vorstand von Pro Familia Nordrhein-Westfalen und habe in der Zeit den Prozess vorangetrieben, dass Nordrhein-Westfalen Pro Familia jetzt eine Stellungnahme hat zu dem Thema. Ja, Nordrhein-Westfalen Pro Familia hält die Beschneidungserlaubnis an Jungen für ein verfehltes Gesetz, denn es missachtet die medizinische Forschung. Vorhautamputationen sind weder hygienisch gut noch medizinisch sinnvoll. Diverse internationale Ärzteverbände sagen das seit bald 10 Jahren. Sie sagen, die Risiken im Vergleich zu vielleicht möglichen und inzwischen auch immer mehr angezweifelten Vorteilen überwiegen deutlich. Die Vorhaut hat eine wichtige Funktion für die Gesundheit und für die Sexualität eines Mannes und für die seiner Partnerin oder seines Partners. Ihre Amputation entfernt die empfindlichste Stelle am Geschlecht des Mannes. Eine Vorhautamputation ist also keine Bagatelle. Sie ist ein schwerwiegender Eingriff mit irreversiblen Auswirkungen und berührt das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit. Pro Familia Nordrhein-Westfalen ist deshalb der Meinung, eine Vorhautamputation an Minderjährigen sollte nur erlaubt werden, wenn sie medizinisch zwingend nötig ist. Und auch hier sollte man kritisch sein. Ärzteverbände warnen heute, Operationen sind viel seltener nötig, als man das früher glaubte. Das Beschneidungserlaubnisgesetz missachtet also nicht nur die neuere medizinische Forschung, es missachtet das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit, es missachtet auch den Gleichheitsgrundsatz unseres Grundgesetzes. Niemand soll wegen seines Geschlechtes benachteiligt werden, heißt es in Artikel 3 unseres Grundgesetzes. Seit 2013 sind nun endlich Mädchen nach jahrelangen Kampagnen durch unser Strafgesetz vor Genitalverstümmelungen geschützt. Wir haben lange, lange, lange dafür gekämpft. Das 2012 eingeführte Beschneidungserlaubnisgesetz ist absurd. Es erlaubt Beschneidungen stellt Beschneidungen frei. Die Eltern können frei darüber entscheiden. Die Eltern dürfen ihren Sohn beschneiden lassen, wenn sie glauben, Beschneiden sei effektiver als tägliches Waschen. Die Eltern dürfen ihren Sohn beschneiden lassen, wenn sie glauben, Masturbieren sei schädlich. Die Eltern dürfen ihren Sohn nicht schlagen, das ist per Gesetz verboten in Deutschland, aber sie dürfen ihn beschneiden lassen. Das ist absurd. Eltern dürfen ihren Sohn auch beschneiden lassen, wenn sie das für religiös geboten halten. Manche nennen das Religionsfreiheit und es ist zweifellos wichtig, dass man die Religionsfreiheit verteidigt. Doch ich frage Sie, welche Freiheit wird hier eigentlich verteidigt? Es ist die Freiheit der Eltern auf Kosten der Menschenrechte ihres Kindes. Wer aber verteidigt das Kind, seine Religion selbst wählen zu können? Das Beschneidungserlaubnisgesetz tut es nicht. Das Beschneidungserlaubnisgesetz verlangt nur, eine Beschneidung sollte nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgen. Dazu gehört aber auch eine angemessene Schmerzbehandlung. Aber mit Rücksicht auf die jüdische Religionsgemeinschaft erlaubt das Gesetz, dass Kinder unter 6 Monaten von Nichtärzten, also ohne Narkose, beschnitten werden dürfen. Das hier wird an Säuglingen ohne Narkose gemacht. Es gibt Ärzte, die eine Operation ohne Narkose als Folter und als schwere Körperverletzung verurteilen. Bei Babys unter 6 Monaten hat unser Gesetzgeber das erlaubt. Pro Familia Nordrhein-Westfalen ist deshalb der Meinung, die Entscheidung über eine medizinisch nicht nötige Beschneidung sollte ausschließlich von der Person getroffen werden, an der sie vorgenommen wird. Und sie sollte erst dann gemacht werden, wenn die Person dafür voll und ganz entscheidungsfähig ist, also volljährig und ausreichend sexuell erfahren.
Deutschland hat auch die Kinderrechtskonvention unterschrieben. Sie verpflichtet uns, alle wirksamen und geeigneten Maßnahmen zu treffen, um schädliche Bräuche abzuschaffen. Pro Familia Nordrhein-Westfalen hält routinemäßige Vorhautamputationen aus angeblich hygienischen Gründen für einen schädlichen Brauch. Und der ist immer noch viel weiter verbreitet als die Beschneidung aus religiösen Gründen. Es gibt also noch viel zu tun. Pro Familia sieht es als seine Aufgabe, und deshalb stehe ich auch hier für Aufklärung zu sorgen und für die sexuelle Selbstbestimmung von Jungen und Mädchen, aber auch von intersexuellen Menschen, sich einzusetzen. Es gibt eine kleine Zahl von Menschen, die mit nicht eindeutigem Geschlecht geboren werden. Weil der Staat für diese Menschen keinen Status vorgesehen hat, fühlen sich die meisten Eltern gezwungen, für solche Kinder zu entscheiden, welchem Geschlecht sie zugeordnet werden. Das führt zu vielen schweren Operationen, die eine ganze Kindheit belasten können. Einige dieser Menschen sagen heute Nein dazu. Sie verlangen, so sein zu dürfen, wie sie geboren wurden. Pro Familia Nordrhein-Westfalen hält es daher auch für nötig, über die Situation der intersexuell geborenen Menschen aufzuklären. Sich dafür einzusetzen, dass die binären Vorstellungen einer ausschließlich in männlich und weiblich geteilten Welt hinterfragt werden. Auch intersexuelle Menschen haben ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, auf Gleichheit und auf den Schutz vor Diskriminierung. Das Kölner Urteil war bahnbrechend und es ist wirklich Anlass, dieses Urteil zu feiern. Es bezeichnete erstmals eine nicht medizinisch notwendige Beschneidung als Körperverletzung. Das war ein entscheidender Schritt für eine neue Wahrnehmung der Kinderrechte in Bezug auf Genitalbeschneidungen. Das Kölner Urteil war auch weise. Es verurteilte die Körperverletzung, aber stellte den religiösen Beschneider straffrei. Die Gesetze für das Urteil waren da, aber das gesellschaftliche Unbewusstsein dafür fehlt immer noch, leider. Und es ist gut, dass wir dafür hier stehen. Das Kölner Urteil hat Mut gemacht, und zwar weltweit. Wir haben Gäste aus Amerika, aus der Türkei und aus anderen Ländern, die uns hier unterstützen. Das Kölner Urteil gab den Betroffenen den Mut aufzustehen, ein Tabu zu brechen und über das Leiden an ihrer Beschneidung zu sprechen. Und die Zahl derer, die darüber zu sprechen bereit sind, sie wächst. Wir wären sonst nicht hier. Das Kölner Urteil hat eine Debatte ausgelöst, die Menschen zum Nachdenken bringt. Über ein archaisches Verletzungsritual und eine patriarchale Tradition, die dem Recht des Stärkeren frönt. Der Schutz kindlicher Genitalien vor dem Zugriff durch archaische Verletzungsrituale gehört zu den Entwicklungsaufgaben einer sich zivilisierenden Gesellschaft, sagt Professor Dr. Matthias Franz, Vorsitzender des Instituts für seelische Gesundheit und Prävention in Düsseldorf. Ja, unsere Gesellschaft hat noch viel zu lernen. Das Kölner Urteil hat eine Debatte ausgelöst, die hoffentlich nicht mehr zu stoppen sein wird.